Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Robo Mechanic Simulator hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind ja jetzt hier dabei, unseren Pathfinder wieder zusammenzusetzen, der durch einen Krater gefahren ist und sich so ein bisschen die Antriebe zerstört hat, kaputt gegangen sind, und deswegen sollte man dort nochmal gucken, was da ist. Das haben wir durchgeführt. Wir haben jede Menge Teile neu. Und ja, aus dem Drucker haben wir alles rausgeholt, ne? Ich muss, glaube ich, noch Motoren wieder zusammenbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, irgendwas war da. Naja, gut. Habe ich schon wieder vergessen. Ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Okay. Ja, wenn sie meint, okay, dann meint sie halt, okay. Das ist halt Alexa. Die sagt halt einfach mal zwischendurch, okay. Ist wahrscheinlich, okay, ich habe alle Daten zu meinem Chef Jeff übertragen. Jeff, mein Name ist Jeff. Egal. kennt jemand diese Werbung? Keine Ahnung. Also wenn ihr die Werbung kennt hier mit mein Name ist Jeff, dann habt ihr auch spät nachts schon mal Fernsehen geschaut. Vor ein paar Jahren. Was nicht, wie lange es her ist, wo das kam, wo das lief. War, glaube ich, so eine Dating-Seite oder sowas. Egal. Ach, schön. Ja, gut, okay. Haben wir das auch schon durch? Also sind wir dann innerhalb der ersten Minuten hier auch schon wieder komplett mit dem Niveau am ganz unten durch. Haben wir das schon wieder einmal richtig durchgebracht hier. Ist aber auch egal. Mein Gott, was soll's. So ist das Leben halt, ne? Eine Spreize. Bitte anbauen. Dankeschön. Mit zwei Schräubchen. Eine hier, eine da. Mütterchen vom anderen Seitchen noch. Sehr schön. Sehr hübsch. So, dann sind wir auf der einen Seite ja schon mal durch. Wir müssen ja nur die andere Seite jetzt komplett zusammenschrauben. Ich gehe mal kurz weg von dem Gerät. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Und machen das hier auch noch. So, sehr schön. Dann kommt das hier dran. Und das kommt da dran. So. Ein Bogi links. Elektrische Verbindung hergestellt. Sehr schön. Dann hängt das jetzt hier. Dann muss natürlich hier die Verankerung dafür noch da. Das Bogilager ist nicht. Das habe ich nicht angeguckt. Moment. Tablet. Warehouse. Das Bogilager habe ich nicht angeguckt. Wo ist es denn? Radlager, Radlager. Da, Bogilager. Was war es? F, ne? Für Analyse. Ah ja, ist aber okay. Okay. Gut. Ja, das muss man natürlich gucken, ne? Wenn ich jetzt hier Teile nicht kontrolliert habe, da kann natürlich auch sonst was passieren dann. Das wäre nicht gut, ne? Wenn wir jetzt wieder doch noch wieder ein kaputtes Teil einbauen würden. Da hätte jemand was dagegen. Also nicht nur ich, sondern auch wahrscheinlich der Roboterbetreiber. In dem Fall wird es ja wahrscheinlich noch die NASA sein. Weiß gar nicht. Doch, ne? Oder gründe die NASA für jede dieser Missionen? Eigentlich nicht, ne? Das ist ja alles. Ne, ich glaube nicht, dass das irgendwie für Unternehmen gemacht wird. Obwohl, in den USA ist fast alles möglich, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich nur NASA-intern. Kennt ihr, das ist auch noch was Schönes. Das ist auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber erzählt habe, aber wo wir beim Thema NASA sind. Kennt ihr Major Healer und Major Nelson? Und die bezaubernde Genie dazu? Mit Barbara Eden in der Hauptrolle? Das ist eine Serie, die kommt immer, ich glaube 16.30 Uhr oder so, läuft die immer bei One, also im Öffentlich-Rechtlichen sogar. Ja, also wenn ich dran denke, dann schalte ich da sogar hin und gucke das sogar. Nur leider denke ich da so selten dran. Aber zudem bin ich selten um diese Uhrzeit zu Hause und kann das gucken. Das ist so das Nächste, was dann noch passiert. Aber gut, das liegt ja daran, ich könnte ja um die Zeit zu Hause sein, müsste ja nur früher zur Arbeit gehen. Ich habe ja, soweit habe ich ja Gleitzeit, ne? Also soweit kann ich ja dann sagen, Mensch und Skinners, ich möchte auch mal früher zu Hause sein, muss ich halt bloß früher hinfahren. Das ist aber, naja, mit dem Schlafrhythmus von mir nicht vereinbar. Naja, gut, ne? Wer kennt es nicht? Aber wenn ich es schaffe, dann gucke ich das gerne. Also ich gucke es auf jeden Fall immer Samstag, weil samstags kommen, glaube ich, alle 5 Folgen, die in der Woche gelaufen sind, im Laufe des Spätnachmittags. Ich glaube immer auch so von 16.30 Uhr bis
bis 18 Uhr hin oder so, also 2 Stunden. Und dann gucke ich das immer. Ja, das hat sich schon gut eingebürgert. Ich finde das, ich finde die Serie toll, muss ich ehrlich sagen. Ist natürlich naive 60er, ne? Also Ende der 60er wurde das, glaube ich, gedreht. Ich glaube von 66 bis 69 oder so. Aber er war schon, ist schon, doch, ja, nee, das ist schon eine schöne Serie gewesen. Das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Halt, das war die falsche Spreize. Kann ich das nochmal zurückgängig machen? Danke. Ich möchte schon die heile einbauen, nicht die kaputte. So. Bezaubernde Genie. Weiß gar nicht, wie ich damals dazu gekommen bin, das überhaupt zu gucken, aber ich glaube, es lief mal irgendwann, also in den frühen Zeiten der, des Privatfernsehens, wo die ganzen alten 60er-Jahre-Serien aufgegriffen wurden. Von, glaube ich, Sat.1 oder wen auch immer damals. Sat.1 und RTL waren die ersten Privatsender, die es gab. Gut, da habe ich noch nicht so viel Fernsehen geguckt und vor allen Dingen kein Westfernsehen. Aber als es dann darum ging, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich das erste Mal gesehen. Da habe ich damals auch das erste Mal Kiwi voller Helden gesehen. Fand das gut, so die Art und Weise, wie das gemacht ist. Irgendwie diese 60er-Jahre-Serien gefallen mir. Die Musik nicht aus der Zeit, aber die Serien haben schon irgendwas. Wo man sagen muss, auch die neuen Serien sind nicht schlecht. Also ich fand ja richtig schön, also wo ich mich immer köstlich romantisiert habe, immer die wilden 70er, das war auch schön. Also das spielt natürlich in den 70ern, ist aber in den 90ern gedreht. Da hat Mila Kunis übrigens mitgespielt. Und Ashton Kutcher haben da schon zusammen gespielt. Die beiden sind jetzt verheiratet. Oh Gott, jetzt kommen wir aber echt in Gossip rein. Na egal, macht nix. Das war auch sehr schöne Fernsehserie. Die habe ich neulich auch erst wieder bei, ich glaube, Amazon Prime oder so. Oder bei Netflix. Irgendwo kann man sie durchgucken. So, sind denn noch Teile offen, die jetzt hier angebaut werden müssen? Sieht erstmal nicht so aus. Dann machen wir hier mal das Minigame noch. Das haben wir das letzte Mal ja vergessen bei einem Auftrag. Das war natürlich Schande, weil dafür haben wir dann weniger, weniger Geld gekriegt. So, 3 Volt hätten wir gerne. Das haben wir auch schon lange nicht gesehen. Gut, wenn wir 3 Volt wollen. Was haben wir denn hier? 1 Volt haben wir hier. 2 Volt, aber dann kommen wir da nicht durch. Und dann kommen wir hier durch. Aber hier muss ich starten? Ne, hier muss ich ankommen. Habe ich hier 5 Volt. Dann muss ich 2 Volt abziehen. Also wenn ich die mit 5 Volt mache, hier außen rumgehe und hier 3 Volt ab, 2 Volt abziehe, dann habe ich das doch, oder? Warte, da minus 2 Volt, hier plus 5 Volt, dann machen wir hier ein Winkelstück ran. Auf nach oben, Winkelstück, drehen. Ich kann gerade Stücken mehr. Will er mich jetzt verarschen? Okay. Okay, das geht so nicht. Ich habe nur 2 gerade Stücken und jede Menge Bögen. Also hier im Bogen, okay, das sehe ich noch ein. Den kann ich nicht drehen. Den kann ich auch nicht drehen. 1 Volt. Dann komme ich bloß so. Uiuiui. Jetzt wird das hier auch noch anspruchsvoll. Verstärkt, ausgewählt, nicht verstärkt. Verstehe ich noch nicht. So. Können natürlich jetzt hier auch rumgehen. Kann ich hier einstellen? 5 oder. Ach, ich habe doch bloß einen von. Und minus 2 habe ich gar nicht. Doch, minus 2 habe ich an eingesetzt.
Aber wie soll ich denn? Ich kann das nicht drehen. Und ich muss da hinkommen. Also, ich muss ja hier auf jeden Fall mit einem Winkel rum. Hier mit einem Winkel rum und hier mit einem Winkel rum. Nee. Da muss ich gerade werden. Oh, hier, so kann ich mit dem Winkel kommen. So, dann muss ich hier mit dem Winkel rum. Dann kann ich hier, warte mal, hier kann ich mit dem Winkel rum. Hier kann ich mit dem Winkel rum. Hier kann ich mit dem Geraden rum. Hier kann ich mit dem, ah ja. Okay, ja, es wird ein anspruchsvoller. Okay, okay, okay. Dann machen wir den hier erst zu minus 3. Dann machen wir den mit plus 5, plus 1. Wow. Okay, also es wird komplizierter. Man hat jetzt, keine Ahnung, ob das mit einem neuen Patch kam. Haben sie, glaube ich, nach dem Patch nie gemacht, ne? Interessant, interessant, interessant. Okay, 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 okay. Gut, muss man da ein bisschen nachdenken. Aber schön, das ist okay. Das ist nichts weiter anderes als wie fair. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich noch irgendwelche Teile in der Hosentasche habe. Die man nicht mehr in der Hosentasche haben sollte. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, achso, dann hätte ich ja da gleich bleiben können. Dann können wir sagen, dass wir diesen Auftrag jetzt hier abschließen. So, an dieser Stelle, das akzeptieren wir natürlich. Und dann steht hier alles wunderbar dabei. Und wir sind hier sehr schön weitergekommen. Haben eine Beförderung gekriegt. Sind jetzt hier Staff Sergeant, nee. Chef Senior Sergeant der Sternenflotte. Mann, du. Chef Senior Sergeant der Sternenflotte. Nicht schlecht. Mal gucken, ob ich schaffe bis zum Captain und man mich dann Picard nennt. Oder William T. Riker. Das sind die, die ich schon gemacht habe, Jungen, ne? Die Grünen. Ja. Alles klar, okay. Gut. So, aber wir beenden das jetzt hier an der Stelle. Und ich bedanke mich auch für alle, die zugeschaut haben, denn wir werden jetzt noch eine Weile lang hier nicht reingucken. Ich werde hier erst wieder reingucken, wenn der neue Rover da ist. Ich habe jetzt bei der NASA übrigens in den News gelesen, dass sie einen neuen Mars-Rover bauen. Der sah sehr fetzig aus, weil der nämlich sozusagen seine Beine während des Fluges komplett so eingeklappt seitlich hatte. Also so lag er da jedenfalls auf dem Tisch rum. Das fand ich, sah sehr gut aus. Und ja, also wenn sie dann, wie heißt er, Curiosity, als Rover hier reingebracht haben, obwohl wir wollten immer mal gucken, wo die Platinen, nee, warte mal, einen Auftrag machen wir noch, dann machen wir eine Folge, machen wir dann noch. Ich will das Ding jetzt einmal auseinandernehmen, komplett, diesen Opportunity gelöt, egal was jetzt so für ein Auftrag dabei ist, oder was wir da eigentlich machen sollen hier, nehmen wir Opportunity. Hier wissen wir nicht mal, welche Teile kaputt sind, das ist ganz gut. Also, Energieversorgungsproblem, ja. Mir irgendwas, wo eventuell sogar die Platine kaputt sein könnte. Nee, das ist das. Ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt eine Leiterplatine da eingebaut haben. Phobes transportieren ein Problem, einigen Halterungen, Stabilitäten, Masten nicht richtig. Okay. Spirit. Hallo, mein Name ist Jasmin und ich habe eine große Bitte an dich. Wir haben die LPs in diesem Rover repariert können, aber die Hülle des REM nicht alleine abmachen. Wärst du so nett und würdest du das für uns machen? Ja, komm. Den nehmen wir standardmäßig an hier, den Auftrag. Und zack. Dann fangen wir jetzt noch an, dieses Ding hier auseinanderzubauen. Huch. Und dann machen wir noch eine Folge, wo wir dann einmal gucken, wie viele Teile hat das Ding überhaupt. Was kann man von dem großen Ding alles abbauen? Und dann denke ich mir mal, das ist fair, das können wir noch machen. Das lassen wir dem Spiel sozusagen noch, um uns komplett zu überzeugen, obwohl es uns schon sehr gut überzeugt hat von dem, dass wir da dann weiter reingucken wollen. Und gut, also, wir gehen jetzt hin, nehmen das Ding einfach mal auseinander hier. Da haben wir jetzt viel zu tun dran, also wir werden jedes einzelne Teil, was hier dran ist, was abschraubbar ist, werden wir abbauen, bis das hier in der Mitte bloß dieser Schuhkarton überbleibt. Und dann werden wir mal gucken, wo wir denn hier ein paar Sachen drin finden. Welche Teile hier vielleicht eventuell defektiös sind. Und ja, genau, das machen wir hier. Gucken wir, reinigen alles. Und mal gucken, wie die Platinen hier drauf aussehen. Das ist nämlich noch was, was mich noch interessiert und ob hier schon welche drin sind. Aber wenn wir jetzt hier den Deckel des REM-Moduls abbauen müssen, dann müssten wir ja direkt eigentlich schon auf die Platine gucken. Okay, so, fangen wir schon mal noch an. Ja, wir fangen noch an. Ne? Was haben wir jetzt? 14 Minuten? Ja, komm. Die 5 Minuten haben wir noch. Wir können mal 5 Minuten schon mal ein paar Teile abschrauben. Ja, also
denke ich mal, wird das dann heute also noch kommen und dann in 2 Tagen noch eine Folge. Da werden wir dann wahrscheinlich dann alles andere abgeschraubt haben und eventuell schon wieder zusammenbauen. Vielleicht haben wir auch die ganze Woche noch was davon. Das kann natürlich sein. Oh, das kriegt man eigentlich so gezogen, glaube ich. Entschuldigung. Dass wir das denn die ganze Woche noch sehen und dann ab nächster Woche ist dann sowieso wahrscheinlich Mountain Blade Warband dran. Was wahrscheinlich eher ein Streaming-Game ist, aber ich zum Streamen komme ich halt einfach nicht, weil ich da keine festen Zeiten für habe und auch nicht die Sachen für habe. Wenn ich jetzt, falls ich jetzt in Quarantäne geraten sollte, durch irgendwas und ich hier mehr Zeit hier verbringen kann, dann ist das natürlich alles ein bisschen besser. Oder ich, wenn ich Homeoffice machen dürfte, dann mal irgendwann, dann bitte ich ja meinen Arbeitgeber, also da werde ich aktiv meinen Arbeitgeber drum bitten am Montag, dass ich Homeoffice machen kann. Damit ich dann einfach der Gefahr einfach aus dem Weg gehe. Und ich sag mal, in meinem Bereich ist es möglich. Also, beziehungsweise, wenn ihr das seht, dann habe ich ihm am Montag schon gebeten. Also, ich nehme das hier am Sonntag auf. Und in meinem Bereich der Entwicklung von Software ist es halt möglich, dass man wirklich Homeoffice machen kann. Das geht halt einfach, ne? Weil ich muss nur programmieren. Das muss ich großartig tun. Weswegen meine physische Anwesenheit am Arbeitsplatz notwendig ist. Sie ist da einfach nicht notwendig. Und deswegen werde ich das erbitten, aus Gründen dessen, dass ich halt selber nicht krank werden möchte. Und gesetzt den Fall, ich komme beim Einkaufen mit irgendeinem in Berührung, der eventuell infiziert ist. Ich möchte es auch nicht in die Firma tragen. Ich möchte nicht der Patient Zero sein, der das in die Firma trägt. Und deswegen werde ich dann nochmal nachfragen und ja, mal gucken, wie weit man da meiner Bitte entspricht. Ich denke mal ja nicht so, weil man hatte sich ja schon so ein bisschen schwierig, wo man mich gefragt hat, was ich mir noch so wünschen würde, wo ich gesagt hätte, so ein Tag Homeoffice oder 2 in der Woche wären ganz okay, weil dann, also es ist wirklich so, man könnte zum Beispiel Montag hinfahren, könnte sich alles holen, könnte bei den Besprechungen mitmachen, könnte am Dienstag dann ganz einfach in seinem Homeoffice alles abarbeiten, was man dann da bekommen hat, ohne dass man gestört wird. Das ist ja der riesen Vorteil am Homeoffice. Es steht ja nicht mal jemand neben dir, und sagt ihr denn, ja, kannst du nicht mal und kannst du nicht schnell mal und dies. Die können mir per Mail schreiben, da reagiere ich ganz gut, die kommen ja an meinem Rechner an. Anrufen ist kein Problem. Und das nächste Ding ist ja, ich wohne keine 3 Kilometer weg oder knapp 3 Kilometer weg von meinem Arbeitgeber. Das heißt, wenn meine physische Anwesenheit wegen irgendwas wirklich gebraucht wird, dann kann ich da auch einfach hinfahren. Schnell mal und da was gucken. Also das geht dann auch, ne? Aber gut. Man möchte es nicht. Ich weiß noch nicht, woran es liegt und warum man es nicht will. Aber ich denke mal, es ist auch was, wenn denn, also gerade jetzt in den Zeiten ist sowieso alles ein bisschen sensibilisiert, was das angeht. Und alle haben Ängste. Und natürlich, wenn jetzt einer dann ein Homeoffice kriegt, dann gucken die anderen natürlich alle, warum der und warum ich nicht, ne? Das kann natürlich auch sein, dass das als Grund noch mit angegeben wird, warum es mit mir nicht macht. Da kann ich dann aber auch nichts gegen sagen, ne? Da kann ich dann am Ende natürlich des Tages nichts gegen sagen und kann nicht sagen, ey, interessiert mich nicht, ne? Also, was interessiert mich das Geschwätz von anderen oder von denen? Das kann, so einfach kann man da ja dann auch nicht rangehen. Also, klar kann man sicherlich ein bisschen manchmal egoistisch sein, was das angeht, aber in dem Fall wird das dann halt wahrscheinlich nicht funktionieren. Was ist das denn für ein Sensor? Na egal. Wie heißt das Ding? Das ist einfach eine Stütze. Alles klar. Okay. Das war jetzt so einfach. So. Gut, also. Das zu dem. Aber wenn es denn dazu kommen würde und ich dürfte denn zu Hause bleiben, dann würde ich das natürlich sehr gerne tun. Also. Dadurch geben sich natürlich auch andere Möglichkeiten. Auch von Arbeitszeiten her geben sich da natürlich andere Möglichkeiten. Weil man dann einfach auch, wenn man da ein bisschen flexibler sein kann, ne? Man kann dann, sagt dann sich so morgens, ja, gut, machen wir mal. Also man steht dann auf, macht sich ein Käffchen, macht sich so ein bisschen bereit, dass man quasi für die Arbeit sich bereit macht und dann setzt man sich halt zu Hause am Rechner. Und man ist da, ich glaube, man ist da wesentlich entspannter. Vielleicht ist es die ersten 2 Tage sogar eher negativ für den Arbeitgeber, weil der Arbeitnehmer erstmal sagt sich so, oh ja, jetzt bin ich ja so zu Hause, jetzt kann ich ja ganz in Ruhe, ne, und so. Kann möglich sein. Weiß ich nicht. Also, dass man dann sich viel mehr ablenken lässt davon, von dem, was quasi denn zu Hause eh zu erledigen ist, weil man ja zu Hause immer was zu tun hat. Ne? Dass man dann mal der Meinung ist, man müsste dies oder das machen.
Ist möglich, ja. Würde ich nicht mal in Abrede stellen, dass das sogar passieren würde, dass man die ersten 2-3 Tage da erstmal vielleicht eventuell Dinge tut, die nicht unbedingt dem Arbeitgeber freundlich sind. Also, dass man da jetzt wirklich dann anfängt, zwischendurch zu daddeln oder halt eben sich vom Fernseher ablenken lässt. Aber der andere Vorteil ist halt, du kannst halt hier, du machst dir halt einfach hier deine Musik in der Lautstärke an, wie du sie gerne haben möchtest. Auf Arbeit sind immer wieder Leute, die dann sagen, deine Kopfhörermusik ist aber ziemlich laut. Oder das höre ich mir auch einfach Hörbücher und Interviews an, ne? Und die höre ich mir dann auch so an, dass ich das dann ganz gut verstehe. Und naja, wie gesagt, da gibt es dann immer wieder Sachen und Momente, wo dann Kleinigkeiten sind, die dann halt eben, wo man halt immer Komprisma eingeben muss. Die muss ich dann hier nicht eingehen. Ne? Hier kann ich dann sagen, so, hier bin ich mein Boss jetzt in dem Moment. Klar muss ich sagen, wir müssen das und das und das umsetzen. Das muss erledigt werden. Und das muss fertig werden. Und dann müssen wir natürlich da auch was tun dran. Aber der Rest kann man getrost. Also, ich glaube es würde der Moral auch gut tun. Von vielen Leuten. Aber wie gesagt, die Leute, die halt noch da sind, ne? Also die ganzen Leute, die in der Produktion sind, die halt nicht in der Entwicklung sind, die halt nicht einfach mal sagen könnten, wir können unsere Arbeit auch zu Hause am heimischen PC machen, beziehungsweise halt mit einem Laptop oder mit einem anderen Teil. Die haben natürlich dann, ja, durchaus auch das Recht zu protestieren, ne? In dem Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde jede Verkäuferin, wirklich jede Verkäuferin, die jetzt in diesen Zeiten ihren Job macht, ne, der sollte man eine Gefahrenzulage geben, die mindestens das Doppelte ihres aktuellen Monatsgehaltes entspricht. Also das ist für mich einfach, weiß ich nicht, das wird sich einfach für mich gehören, weil ich dann einfach sage so, hey, die Frau, die jetzt dort an der Kasse sitzt, ne, die ist sowas von tapfer, mutig und setzt sich der ganzen Sache so extrem aus, ja, dass man da wirklich sagen kann, hey, akzeptiert und respektiert es zeigt dir Danke sagen, ja, Danke ist eine Sache, aber zeigt dir eventuell auch, dass sich das für sie finanziell lohnt, denn nichts hilft mehr als Geld zu haben. Das ist wirklich so. Also, wenn man kein Geld hat, weiß man das ganz genau, dass einem nichts, also, oder wenn man immer mit wenig Geld zu tun hat, oder wenn man immer nicht einfach so, wie ich das in meinem Leben zum Teil machen kann, ich kann einfach halt eben sagen, okay, ich brauche heute mal das, und dann gucke ich bei Amazon, dann liegt es da, und dann kann ich sagen, okay, ich kaufe es, weil ich halt, sagen wir mal, vom Job her ganz gut leben kann. Das können viele Menschen nicht. Und gerade die Menschen, die dann halt eben im Niedriglohnsektor unterwegs sind, die können das halt einfach nicht. Ne? Die müssen wirklich zusehen, dass sie da ihren Job haben, damit sie dann überhaupt das habe ich nicht mehr geschraubt. Dass sie dann überhaupt genügend zu essen haben und sowas. So schlimm ist es nicht, aber halt eben, also Luxussachen sind dann halt eben mal nicht schnell so drin. Ne? Mal schnell eben so ein neues Mikrofon kaufen oder so, in meinem Fall jetzt, oder eine neue Tastatur kaufen oder eine neue Maus kaufen, ist da halt nicht drin. Ne? Das sind da Investitionen, die müssen dann schon eingeplant werden, auch über längere Zeit. Und das ist diese Leute, die, das sind die Leute, die jetzt gerade genau ihr Leben dafür riskieren, dass wir unser Essen kriegen. Habt sehr großen Respekt vor ihnen. Sagt doch Danke. Und wenn ihr könnt, und keine Ahnung, fragt den Filialleiter, ob ihr da irgendwas geben könnt, dazugeben könnt, dass die dann am Ende dieser... Und wenn es nur ist, dass man 2 Euro in eine Kasse schmeißt, damit diese Verkäuferin am Ende der ganzen Reise, die jetzt gerade läuft, also diesen ganzen Unsinn und Mist und all, was jetzt so oft die Leute einprasselt, dass die denn da einfach nur sagen können, hey, wir machen eine große Party für euch. Eine richtig schöne Grillparty und sowas. Wenn es nur das ist, würde den Menschen sehr viel geben. In diesem Sinne, tschüss. Wir sind recht ernst geworden noch am Ende. Hätte ich gar nicht gedacht. Na gut, ciao.